Nächster Redner für die Fraktion Die Linke. Werter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Bundestagspräsident hat zu Beginn unserer Debatte an den getöteten deutschen Soldaten erinnert, der letzte Woche umgekommen ist. Auch wir trauern um ihn. Nach den Momenten des Innehaltens kommen Fragen. Fragen nach dem Warum, dem Wofür, dem Musste das sein. Diese Fragen kann man nicht abweisen. Man darf sie nicht abweisen. Sie verbinden sich für uns damit, dass wir den Einzelfall beklagen, aber zugleich alle Opfer eines Gewalteinsatzes, nicht zuletzt die zivilen Opfer des Krieges, in den Blick nehmen. Daher geht es für uns immer auch um mahnendes Erinnern, nicht um verklärendes. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden heute über den Stand der Bundeswehrreform. Der Verteidigungsminister sagt gerne Neuausrichtung der Bundeswehr. In Wahrheit haben wir diese Ausrichtung seit 20 Jahren, und Sie wollen das Tüpfelchen auf dem I anbringen. Die Rede ist vom Umbau der Bundeswehr von einer Verteidigungs- zu einer Interventionsarmee. Sie schreiben, Herr Minister, die Neuausrichtung der Bundeswehr orientiere sich streng an den sicherheitspolitischen, wirtschaftlichen und demografischen Rahmenbedingungen. Nun ja, was die Wirtschaft anbetrifft, so hieß es vor 3 Jahren noch angesichts der Wirtschafts- und Finanzkrise, dass auch die Streitkräfte ihren Beitrag zur Konsolidierung der öffentlichen Haushalte leisten müssen. Heute haben wir immer noch Finanzkrise, aber jetzt heißt es wieder, Sicherheit hat ihren Preis. Der Verteidigungshaushalt soll im nächsten Jahr statt wie eigentlich geplant 27,6 Milliarden, jetzt doch wieder 32 Milliarden Euro betragen. Sie mögen sich das als Erfolg an das Revier heften, aber das geht alles zulasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und deshalb bleiben wir bei dem Schluss, die Bundeswehr ist und bleibt auch nach ihrem Umbau überdimensioniert und entschieden zu teuer. Das Merkwürdige ist, auf der anderen Seite werden die Mittel für einen sozialverträglichen Umbau, also im Interesse der Soldatinnen und Soldaten, nicht ausreichen. Warum? Weil das Geld an der falschen Stelle ausgegeben wird. Das jüngste Beispiel dafür ist der Fall Eurohawk. Über 600 Millionen Euro müssen als verbrannt gelten, weil man jetzt beschließen musste, das Projekt dieser Riesenaufklärungsdrohne zu beenden. Reichlich spät ist man auf die Idee gekommen, dass auch und gerade Drohnen eine Zulassung für den zivilen Luftraum brauchen. Das hätte man früher wissen müssen, hätte früher handeln müssen. Ein Beispiel dafür, wie hier Politik zulasten der Steuerzahler, aber zugunsten der Rüstungswirtschaft gemacht wird. Jetzt verspricht man wieder, wir haben es gestern im Ausschuss erlebt, der Rüstungslobby künftig weniger gutgläubig entgegentreten zu wollen. Dieses Mantra kennen wir zu Genüge. Passieren tut nichts, wird nichts. Man muss eben den ehrlichen Willen haben, den Einfluss dieser starken Lobbygruppe nachhaltig zu beschneiden. Und es wird allerhöchste Zeit, dass es geschieht. Was die sicherheitspolitische Einordnung betrifft, so schreiben Sie, Herr Minister de Maizière, ich darf das mal zitieren, da Bedrohungen für die Freiheit und Sicherheit der Bundesrepublik und ihrer Verbündeten nicht mehr vorrangig geografisch oder militärisch definiert sind, müssen Streitkräfte im 21. Jahrhundert ein hohes Maß an Einsatzbefähigung in einem breiten Spektrum gewährleisten. Na, das müssen Sie uns und dem Wahlvolk näher erläutern. Also, weil die globalen Risiken nicht primär militärisch sind, reagieren Sie darauf mit qualitativer, breit angelegter Aufrüstung. Diese Logik ist doch absurd und gefährlich obendrein. Und ein zweites Beispiel. Zu unseren Sicherheitsinteressen gehört es so in Ihrem Text, dem Zwischenbericht, den wir jetzt diskutieren, dort ist zu lesen, zu den Sicherheitsinteressen gehöre es, die Kluft zwischen armen und reichen Weltregionen zu reduzieren. Richtig, genau das ist es. Das ist eine der wichtigsten Ursachen für die konfliktträchtigen und gewaltförmigen Entwicklungen, die wir in der Welt haben. Aber die Mittel, die ich brauche, um diese Kluft zu schließen, die müssen doch irgendwo herkommen. Und dafür brauche ich nicht zuletzt Abrüstung. 1 Billion Weltmilitärausgaben, das ist viel zu viel. Im Klartext, wir müssen aus der Rüstungsspirale raus. Sie aber wollen, siehe Kampfdrohnen, in die nächste Runde einsteigen. Wir wollen das nicht. Herr Minister, Sie leiten wieder mal Ihre Reform der Bundeswehr aus einer Einschätzung der globalen Risiken und Bedrohungen ab. Sie stellen Behauptungen auf. Warum man auf diese neuen Risiken militärisch reagieren müsse, das wird nicht plausibel begründet. Und es kann es auch nicht. Ich nenne die Beispiele.
Kritische Infrastrukturen oder Informationsnetzwerke seien gefährdet, sagen Sie in Ihrem Bericht. Was bitte wollen Sie gegen Trojaner im Netz mit militärischen Mitteln machen? Oder will man vielleicht selber Schadware platzieren? Nächstes Beispiel. Transnationale organisierte Kriminalität breitet sich aus. Aber dafür, um dem zu entgegnen, dafür braucht man doch keine Panzer. Das ist Sache der Polizei. Die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen drohe. Und Sie wollen jetzt der Verbreitung dieser Waffen begegnen, indem Sie selber an der nuklearen Abschreckung festhalten? Das Gegenteil ist doch richtig. Wir müssen diese Schreckensvorstellung beenden und endlich aus der nuklearen Teilhabe der NATO raus. Das ist doch die Aufgabe, die steht. Der internationale Terrorismus bedroht uns nach wie vor, wird dort gesagt. Wollen Sie wirklich behaupten, die militärische Seite der Terrorbekämpfung habe den Erfolg gebracht? Wenn wir jüngst wieder Soldaten entsandt haben, weil ein Terrorstaat in Afrika drohte, ja, die Rede ist von Mali, dann ist doch wohl eher einiges schiefgelaufen. Die Lehre heißt aus meiner Sicht vielmehr, den militanten Dschihadismus bekämpft man vor allem, indem man Entwicklungs- und Demokratisierungsprozesse nicht zuletzt in der arabischen Welt fördert. Panzerlieferungen an Saudi-Arabien gehören ganz gewiss nicht dazu. Last not least der Dauerbrenner von den gescheiterten Staaten, in denen wir, sprich die NATO oder die EU, den Staat wieder aufbauen müssen. Die Realität zeigt doch, dass das, was wir gerne nach westlichen Maßstäben als failed oder failing states bezeichnen, eher der Normal- als der Ausnahmefall in der Welt ist. Ihre Schlussfolgerung kann doch nicht ernsthaft lauten, überall militärisch intervenieren zu wollen. Wissenschaftlerinnen eines Wissenschaftler eines Forschungsprojekts an der FU Berlin, die sich intensiv mit Afghanistan beschäftigt haben, sind zu dem Schluss gekommen, externe militärische Interventionen seien in der Regel nicht effektiv, weil ihnen meist auch in den Augen der betroffenen Bevölkerung die Legitimität fehle. Und oft trügen sie, weil sie lokale Widerstände hervorrufen, zu mehr Unsicherheiten, sogar zu mehr Gewalt bei. Das ist der Punkt, über den man nachdenken muss. Ich setze noch eins drauf. Ich weiß, der nächste Satz ist sehr plakativ. Ich könnte das am Beispiel der pleitegegangenen Kabulbank aber durchaus durchbuchstabieren. Der aggressive, auf Militär gestützte Export des neoliberalen Wirtschaftsmodells hat schon genug Schaden in den Ländern des globalen Südens angerichtet. So kann es nicht weitergehen. Nachhaltige Fortschritte, auch das eine Konsequenz der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, nachhaltige Fortschritte sind nur zu erreichen, wenn sich Akteure vor Ort finden, die sich für die Emanzipation und die demokratische Entwicklung ihres Landes einsetzen. Das ist der Schlüssel, den man in der Hand haben muss. Spätestens angesichts der gescheiterten Intervention in Afghanistan müssen Sie doch zu ähnlichen Schlussfolgerungen gelangt sein. In Afghanistan geht es jetzt um eine Verhandlungslösung, NATO-Truppenabzug und um den zivilen wirtschaftlichen Aufbau. Dafür sind wir vor Jahren hier verspottet worden, angegriffen worden als naiv. Manchmal wäre es nicht schlecht, auf die Linke zu hören. Der Interventionismus ist gescheitert, aber Sie machen das Gegenteil. Sie bauen die Instrumentarien für eine solche Interventionsarmee aus. 10.000 Kampfgruppen will man künftig Einsätze bereithalten. Das Heer soll über mehr Kampfverbände verfügen. Division schneller Kräfte wird zu einem Schlüsselelement ausgebaut. Eine solche Interventionstruppe brauchen wir nicht und wir wollen sie auch nicht. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist richtig. Wir müssen über deutsche Sicherheitspolitik reden und darüber, welche Rolle die Bundesrepublik künftig international spielen will. Die Evangelische Kirche Deutschland hat einen breiten Dialog dazu eröffnet. Das ist zu begrüßen. Dazu gehört für mich auch der kritisch-konstruktive Dialog mit den Soldatinnen und Soldaten. Die haben diesen Respekt verdient. In diesem Kontext kommen immer auch jetzt Stimmen hoch, gestützt auf die neue deutsche Dominanz in der EU, dass wir jetzt als Deutschland endlich auch als europäische Führungsmacht militärisch auftreten müssten. Die Bundesregierung hat hier ja eine eindeutige Positionierung bislang vermieden. Sie reden darüber weniger, aber sie schaffen halt Fakten durch den Aufbau dieser militärischen Fähigkeit. Ich finde, darüber muss klar geredet werden, dass also selbst das, was ich als Schlingerkurs nenne, also einerseits ein bisschen zurückhalten, andererseits mitmachen, was man dann bündnispolitisch verbrämt, dass auch das schon alles andere als harmlos ist und in gefährliche Eskalationsspiralen münden kann, wie wir am Beispiel der Patriot-Stationierung in der Türkei sehen.
Die Bundesregierung wäre gut beraten, hier schnell wie möglich ein deutliches Zeichen zu setzen, dass man weder an vorderster Front noch im Hinterland für eine Intervention zur Verfügung steht und im Gegenteil alles unternehmen wird, um eine Eskalation, um eine Deeskalation zu erreichen. Das fordern wir, also auch den Abzug der Patriots aus der Türkei. Ich habe es erwähnt, es gibt eine beunruhigende Debatte. Leider hat der Minister einen entsprechenden Tonfall hier in seine Rede auch reingebracht, dass Deutschland künftig als Führungsmacht sich präsentieren soll, an das sich die kleineren europäischen Länder anlehnen könnten, also der Big Brother, der große Bruder, der sich also auch auf unsere militärischen Fähigkeiten stützt. Es ist altes Denken, dass sich Macht und Machtentfaltung nun mal und in letzter Konsequenz in militärischer Potenz ausdrücke. Unser Gegenentwurf heißt Deutschland als zivile Gestaltungsmacht. Deutschland kann sich künftig als globaler Partner für Konfliktprävention und Wiederaufbau positionieren. Durch Abrüstung würden Mittel frei, die gebraucht werden. Die Vereinten Nationen sind in ihren Bemühungen um Krisennachsorge, um Peacebuilding chronisch unterausgestattet. Sie können in vorbeugender Friedensarbeit jegliche Unterstützung gebrauchen. Das ist die Aufgabe, die steht. Und hier könnte sich also die Bundesrepublik Deutschland engagieren. Das ist unser Modell. Ich höre schon wieder den Einwurf, deutsche Drückebergerei. George W. Bush hat im Zuge des Irakkriegs geurteilt, die Deutschen seien nun mal Pazifisten. Angesichts des Desasters und der Verwüstung dieses Angriffskrieges sage ich, war es nicht richtig, damals Pazifist zu sein? Die Linke, Herr Präsident, ich bin am Ende. Die Linke ist für Deutschland als Zivilmacht, nicht nur, weil es eine Konsequenz aus der deutschen Gewaltgeschichte ist, sondern weil es grundvernünftig ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der Kollege Andreas Scholz.